Und damit willkommen zur Türchen Nummer 6 des Adventskalenders. Ja, ich wünsche euch natürlich alle einen frohen zweiten Advent und auch einen frohen Nikolaus. Ich würde einfach sagen, wir beginnen direkt. Ihr, wahrscheinlich hat die Hälfte von euch nur wieder eingeschaltet, weil im Titel was von Verlosung oder Gewinnspiel spielt, steht. Und ja, da habt ihr natürlich recht. Heute ist das erste Gewinnspiel. Aber wann genau? Das seht ihr erst später. Ja, auf jeden Fall heute mal wieder natürlich wie in der letzten Folge. Wir werden heute was verlosen. Wir werden diesmal zwei Challenges machen. Wir werden wieder was aus diesem wunderbaren Buch vorlesen. Und natürlich noch eine Weihnachtsgeschichte. Allerdings, was wir nicht mehr machen werden, was ich beim Schnitt der ersten Advents, des ersten Advents-Specials bemerkt habe, ist, dass wir die Wer mit Millionär-Fragen nicht mehr machen werden. Ich meine, ich habe da eine Frage gemacht, dann hat das nicht mal richtig funktioniert, weil unten die letzte Antwortmöglichkeit irgendwie gar nicht zu sehen war. Also bei mir war sie auch nicht mal zu sehen, deshalb habe ich das dann bewusst irgendwie weg, ich weiß auch nicht. Und den Rest habe ich dann einfach in der letzten Folge rausgeschnitten. Aber na egal, jetzt sind wir hier und ich hoffe, der Ton, der passt jetzt einigermaßen. Denn beim letzten Mal war es ja so gewesen, als wir das hier alles umdekoriert haben, bei Türchen Nummer 3, da war das ja nicht ganz so passend mit dem Ton. Ich hoffe, es funktioniert jetzt ein bisschen besser. Ich muss gerade noch mit dem Ton ein bisschen gucken, weil wie gesagt, das ist jetzt die neue Kamera, habe ich ja schon mal angesprochen. Also, wie schon gesagt, werden wir keine Wer wird Millionär-Fragen mehr machen, sondern wir beginnen direkt mit einer wunderschönen Geschichte mit Bertram, Franzosisch Sagan und dem wunderbaren Buch. Was ich natürlich nicht hier liegen habe, deshalb muss ich mal ganz schnell holen. Wisst ihr, was schade ist? Ich habe leider nur noch dieses eine Buch. Da gab es noch mehrere Teile von. So, mal gucken. Wir schlagen jetzt mal die allererste Seite auf. Franzosisch Sagan. Ja, so heißt das Buch, ich weiß. Nee, so heißt der Typ. Franzosisch Sagan. Buchgemeinschaft. Ja, wo geht denn das Buch, das Ding los? Wir haben jetzt eine jene beeilen. Er hatte meinen Arm ergriffen und er sah einander misstrauisch an. Fassung gebracht, ich kann schon nicht lesen. Aber wer das hier flüssig vorlesen kann, der ist ein Meister. Ey, dieses Buch, das ist ganz, ganz komisch. Da werden einfach nur irgendwelche Wörter zusammengemixt zu einem Satz, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Das Einzige, was hier Sinn ergibt, ist der Name... der ergibt auch schon keinen Sinn. Look. Ach nee, der Look, der ist ja auch dabei. Was haben wir hier noch jetzt? So, hier zweiter Teil irgendwas. Bertrand wurde vom Schreck vom Lachkrampf gepackt. Er hat zu viel Lach-Yoga gemacht. Leben zu verteidigen, warum lacht? Sind Sie jung, sagte Luke. 20 Jahre ist das Alter der Lachkrämpfe. Ich weiß nicht, hatte es gern, wie Luke Bertrand und mich wie ein Paar behandelt Kindern. Das ist ein nervöser Lachkrampf, sagte ich. Weil sie schnell tapfer vorankommt, fahren mit, weil sie dabei nicht gerade kommt. Kommst. Mit mir sagte Luck und ich würde das Schaufeln beibringen. Es war das erste Mal, dass er mich vor anderen Entgleisungen nennt. Vor Seuchs blickte. Hä? Spielt der Autor da selbst mit oder was ist das denn? Oder... Ich verstehe das Buch nicht. Ich weiß nicht mal, wer das geschrieben hat. Die Buchgemeinschaft oder der Franzosisch Sagan, der ja irgendwie da drin mitspielt. Kauft euch das Buch nicht. Kauft es euch nicht. Lieben Sie Brahms. Ist eines wert als virtuose schriftstellerische Leistung eines anders. Der hier vorgelegte Roman ein gewiss... Hier steht ein gewisses Lächeln. Hier hinten steht ein gewiss Lächeln. Ist Franzosisch Sagan zweites Werk. Das ist wirklich der Autor. Aha. Hier steht halbwegs normale Sätze. Es erschien, was, 56, gewidmet Florenz Malraux, Tochter des Dichters André Malraux. Den kennt man natürlich auch. Teenager-Heldin aus der Primatin. Bonjour. Ja, das reicht doch für heute wieder. Jetzt bin ich verstört für die nächsten 50 Jahre. Die zwei Challenges heißt, wir switchen mal rüber. Nee, noch einen Moment, noch nicht ganz.
Ihr seht, ich habe wieder die zwei USB-Sticks. Der grüne steht für das erste Video, der blaue fürs zweite. Ist das richtig? Ja. Ich durchmisch die mal wieder. Ich gucke natürlich, wenn ihr wollt, auch die andere Richtung. Lalalalala. Ach, das ist das so hell. So, und ich nehme das hier. Schon wieder die 1. Okay, heißt, wir schauen uns jetzt das erste Video mit diesen Challenges an und springen einfach irgendwohin ins Video. Mal schauen, was da rauskommt. So, okay, also wir sind jetzt hier und wir springen jetzt einfach, ich gucke gar nicht, was hier unten überhaupt ist. Oder warte, wir machen das so, so sieht man gar nicht, doch, so sieht man es natürlich. Wir springen jetzt einfach, lalalala, ich gehe jetzt einfach hier im Bild herum, wir landen hier. Welche Challenge muss ich da machen? Das ist nicht wahr. Das ist genau das gleiche, okay, lalalala, hier. Ja, okay. Ja, das geht nicht mehr, weil die Dartscheibe nicht mehr da ist. Also nochmal lalalala, hier. Nein, was ist das denn? Challenge Nummer, ich mache jetzt schon die Augen zu. Challenge Nummer 1 ist also, ich muss einen Ball irgendwo ins Zimmer werfen, drehe mich dabei um und muss den blind suchen. Ja, das war zur Zeit, da hatten wir noch Katzen, da hat man natürlich auch noch jede Menge Katzenspielzeug. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wo das hin ist. Ich suche mal, ich habe die Golfbälle hier, ja, von diesem, aber die kann ich ja wohl schlecht werfen, vor allem, weil es jetzt schon ein bisschen später ist. Was kann ich denn werfen hier? Den Diamanten? Nee. Okay, ich nehme jetzt einfach dieses Tempo-Päckchen hier und werf das jetzt irgendwo hin und mach mir die Augen zu. Und ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, ich werf das Ding jetzt mal weg. Ja. So, ab jetzt gucke ich nicht mehr. Das Problem ist jetzt natürlich, ich muss die Kamera umstellen, damit man auch den kompletten Raum sieht. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich versuche das jetzt so zu machen und nicht zu gucken, wo das Ding ist. Ich gucke extra weit nach oben, damit ich nicht auf den Boden gucken kann. So, okay, ich weiß jetzt nicht, ob man mich sehen kann. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Kamera mal da hingestellt. Und bisher habe ich das Ding noch nicht gesehen. Also ich stelle mich jetzt da hinten wieder hin. Und ab da fange ich dann mal an. Wo ist denn mein Stuhl hier? Alter, ich sehe gar nichts. Also, wo bin ich denn? Ach, hier. Ah. So, okay, also, das Ding kann man hier hinten jetzt nicht zubinden, deshalb halte ich mir das jetzt mal so davor. Ich muss jetzt das Ding irgendwie suchen. Ja, wo ist denn das Ding jetzt? Sehe ich das? Ah. Das muss ja dann eigentlich irgendwo hier vorne liegen. Wo ist mein Schrank? Hier. Hier auf dem Tisch vielleicht irgendwie? Was ist das? Nee. Ey, das kann doch nicht sein, das muss doch hier irgendwo liegen, nee. Mein Gott, wer denkt sich sowas aus? Und jetzt kommt noch eine zweite Challenge, ey. Dann suchen wir mal Challenge Nummer 2. Also, ich hole wieder meine Sticks. So, wir wählen wieder aus. Per Zufall, das ist auch drauf, ne? So, la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 l
Das ist ein Achtel circa. Erstmal so ein bisschen. Oh nee. Ach Gott, nee. Oh, jetzt erinnere ich mich irgendwie, wie schlimm das war. Das schmeckt ganz, ganz komisch. Vor allem, ich knall da immer die halbe Salzdose rein. Ey. Ey, das ist schlimmer als alles andere, ne? Probiert's bitte nicht aus. Tut mir einen Gefallen und probiert's nicht aus. Macht sonst was in euer Wasser rein, aber kein Salz. Das kann doch nicht sein, ich esse jetzt die Hälfte weg, ey. Je weniger das wird, desto mehr Salz kommt ja auch mit. Desto schlimmer wird das, weil sich das ganze Salz unten lagert. Mittlerweile ist alles weg. Das wird gefühlt gar nicht weniger, ey. Macht's bitte auf keinen Fall. Guck mal, das ist immer noch so viel wie vorher, das wird immer schlimmer. So, jetzt reicht auch wieder. Oh, macht's auf keinen Fall. Macht's auf keinen Fall. Ich guck mir das gleich wieder an. Ich wette mit euch, ich hab da so viel Salz erstmal reingemacht, ne? Wie als ob man sagen würde, eine Prise Salz kommt rein. Das waren die zwei Challenges für heute. Kamera läuft da noch, ne? Gut, kommen wir zur Verlosung. Erstmal, was wird heute verlost? Glas Salzwasser mit verlost. Nee. Es ist zwar ein geringer Wert. Was hat mich denn hier gestochen? Ein geringer Wert. Aber der Wert, der wird mit dem Gewinnspiel am 4. Advent wirklich ausgeglichen. Und zwar gibt es nämlich nur was zu gewinnen. Beziehungsweise es gibt eine Karte zu gewinnen im Wert von 15 Euro. Klingt zwar relativ wenig, aber im Vergleich zu dem, was ich am 4. Advent, ja, dann ist es immer noch relativ wenig, aber wenn man die beiden zusammennimmt, dann ist es wirklich viel Geld. Eine Karte eurer Wahl, das kann eine Amazon-Guthaben-Karte sein, das kann Paysafe-Karte sein, das kann PlayStation-Ding da sein, PlayStation-Store, Nintendo eShop, das kann alles mögliche sein, ja, Xbox Live oder Steam-Karte oder was auch immer es noch für Karten gibt, ja, PlayStore-Ding da oder was auch immer. Also, im Wert von 15 Euro, beziehungsweise je, ob es halt überhaupt 15 Euro gibt, werde ich halt dann einen anderen Wert aussuchen oder nicht. Schön, dass genau da, wo ich mich gerade anlehnen wollte, so ein Loch ist. Was ist denn das überhaupt? Dann lehne ich mich halt nicht mehr an. Was müsst ihr dafür tun, dass ihr da mitmachen könnt? Ihr müsst erstens den Kanal abonnieren. Und ich möchte euch da jetzt mal sagen, jeder, falls ihr schon mal irgendwo anders ein Gewinnspiel gesehen habt, jeder fordert euch auf, das Video auch noch zu liken. Das Problem ist allerdings, das müsst ihr nicht machen. Weil ein YouTuber kann nicht sehen, ob ihr Videos liked oder nicht. Kann nur sehen, wie viele es liken oder disliken. Klar, es geht dennoch, sich das anzugucken. Auch wer die Videos sich anguckt, kann man nachprüfen. Allerdings mit ein paar Programmen. Und ich glaube, manche davon sind auch gar nicht mal so legal. Da hatte ich ja früher auch mal eins, aber mittlerweile habe ich das nicht mehr. Und deshalb ist es mir auch vollkommen egal, ob ihr das Video liked oder nicht. Aber was ich nachschauen kann, ist, dass ihr den Kanal abonniert habt. Auf jeden Fall müsst ihr den Kanal abonnieren. Und ihr müsst einen Kommentar schreiben, der die Antwort auf folgende Frage beinhaltet. Was war euer Highlight 2020? Also das Schönste, was euch dieses Jahr passiert ist, weil dieses Jahr, das war nicht das allerbeste Jahr. Für einige von euch oder von uns war es vielleicht auch das schlimmste Jahr, das sie bisher erlebt haben. Aber trotzdem, es gibt zu 1000% irgendwas,
wo ihr sagt, hey, das war das Beste, was dieses Jahr passiert ist, jetzt nur für mich oder also für euch dann halt selber oder generell für die ganze Gesellschaft oder sonst irgendwas. Ich bin sehr auf euch gespannt und natürlich werde ich dann mir nicht denjenigen mit der schönsten Antwort aussuchen, sondern mit Hilfe eines Programms. Ich muss leider nur wieder nachgucken, wie das Programm heißt, mit dem ich letztes Jahr die ganzen Preise ausgelost habe. Auf jeden Fall ist es ein Programm, das einfach einen random Kommentar pickt. Und ja, mit dem wird dann halt der Kommentar ausgewählt. Und der Gewinner wird dann nächsten, ja, hier am dritten Advent in diesem Video, wird er dann von mir bekannt gegeben. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum nächsten Samstag, bis zum 12. Um genau 0 Uhr. Also eigentlich habe ich hier nur noch Freitag Zeit, am Samstag um 0 Uhr ist es dann zu Ende. Ja, so viel zu der Verlosung. Falls ihr dann gewinnt, falls ihr der Glückliche seid oder die Glückliche, dann werde ich euch unter eurem Kommentar schreiben, dass ihr halt gewonnen habt. Und das werde ich allerdings nach diesem Video hier machen. Auf jeden Fall werde ich euch dann irgendwie informieren, dass ihr gewonnen habt und fordere euch dann auf, mir irgendwas zu schreiben, wie ich euch erreichen kann. Ja, also sprich, sei es E-Mail-Adresse oder Instagram, Twitter oder sowas. Okay, Twitter ist ein bisschen blöd, aber wo man halt irgendwie privat schreiben kann, damit ich weiß, wo ich das Paket hinschicken soll. Also, es tut mir leid, ihr habt es wahrscheinlich gerade selbst gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, was mit dieser Kamera nicht stimmt, aber manchmal bricht die einfach die Aufnahme ab. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ihr braucht dann nur eure E-Mail-Adresse dann zu schicken, weil das ist ja nur dieser Code, der geschickt wird. Ja, sonst habe ich eigentlich alles gesagt, ne? Kommen wir dann zur Weihnachtsgeschichte. Die ist heute nicht vorhanden. Beim letzten Mal habe ich euch ja aufgefordert, falls ihr irgendwelche seltsamen Geschichten an Weihnachten erlebt habt, mir die zu schreiben. Da hat niemand was geschrieben, außer der Agent. Und das war nichts Relevantes, also keine richtige Weihnachtsgeschichte. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche mir irgendeine Geschichte aus dem Internet raus. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Tschüss. Ja, aber das war's auf jeden Fall. Alter, ey, dieses Salz. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen. Bam, am Start der zweiten Woche, beziehungsweise eigentlich geht es diese Woche noch bis Montag. Aber na gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Seid gespannt. Habt noch einen restlichen schönen Abend. Das war's aber. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.